Wir haben noch zwei kurze Blöcke für heute. Und der erste Block ist ideale Spannungs- und Stromquellen. Und das, vieles davon haben wir jetzt eh schon ab und zu angesprochen, aber jetzt formalisieren wir das nochmal und dann ist das quasi abgeschlossen. Ich möchte damit anfangen, dass wir uns den Widerstand nochmal anschauen, bevor wir uns die idealen Spannungs- und Stromquellen anschauen. Und zwar, wenn ich ein Diagramm zeichne, wo ich irgendwie die Spannung als Funktion des Stroms eintrage und ich wähle jetzt den Strom, die x-Achse und die Spannung, die y-Achse. Wir werden gleich sehen, warum ich das so mache. Manchmal ist es sinnvoll, das so rumzumachen, manchmal macht man Spannung auf der x-Achse und Strom auf der y-Achse, je nachdem, was man sich anschaut, hat das ein oder andere gewisse Vor- oder Nachteile. Und wenn ich jetzt in dieses Diagramm die Kennlinie von einem Widerstand eintragen möchte, wie würde diese Kennlinie ausschauen? Genau, das ist eine Linear, also eine Gerade und die geht durch den Nullpunkt, weil wir wissen, wenn der Widerstand stromfrei ist, dann fällt auch keine Spannung an ihm ab. Das heißt, das würde irgendwie so vielleicht ausschauen. Und natürlich da unten noch weiter, wir schauen uns diesen Teil da unten nicht an. Und diese Steigung hier, also wenn ich quasi einen Schritt auf der Stromachse nach rechts mache, wie viel ich dann quasi auf der Spannungsachse raufgebe, was ist diese Steigung von dieser Gerade? Das ist der Widerstandswert, genau. Und darum habe ich jetzt eben Strom hier und Spannung da gewählt. Wenn ich die verdrehen würde, dann wäre es quasi der Leitwert und in dem Fall wollen wir uns halt den Widerstandswert anschauen. Gut, das heißt, da diese Steigung der Widerstandswerte ist, wenn ein großer Widerstandswert ist, dann ist eben diese Gerade sehr, sehr steil. Das heißt, wir brauchen nur wenig Strom, damit dann dem Widerstand gleich viel Spannung abfällt. Wenn der Widerstandswert sehr klein ist, dann ist die Gerade sehr flach. Das wäre typischerweise zum Beispiel ein schönes, dickes Kabel. Hat einen sehr kleinen Widerstandswert, da können wir einen großen Strom durchschicken und es wird trotzdem nur wenig Spannung an diesem Widerstand abfallen. So, das wäre das Diagramm für Widerstand. So, wenn ich jetzt die gleiche Art von Diagramm mache, I, U, für eine Spannungsquelle. So, wie würde die Kennlinie einer Spannungsquelle ausschauen? Ja, ideale. Dann bricht sie nicht zusammen, sondern es ist einfach nur hier eine Gerade. Das heißt, egal, ob wir das quasi ohne Strom anschauen oder mit sehr viel Strom, es wird immer die gleiche Spannung an dieser Spannungsquelle abfallen. Das ist quasi das, was eine Spannungsquelle ausmacht. Dass, wenn man jetzt diesen kleinen Tippscher hier, weil ich ungenau zeichne, außer Betracht lässt, dass die Spannung völlig unabhängig ist von dem Strom. Und in der Realität kann man sich schon vorstellen, wird das nicht so funktionieren. Das ist, was wir im nächsten Block uns anschauen. Da schauen wir uns quasi eine bessere erste Näherung an für solche Quellen, damit wir dann auch näher dorthin kommen, wie das in der Realität ausschaut. Aber ganz ideal, wenn ich eben das Symbol mache für eine Spannungsquelle, dann wäre das eben ein horizontaler Strich in diesem Diagramm hier. Gut, und wenn ich eine Stromquelle mache, so, wie schaut da die Kennlinie aus? Genau, ist dann entsprechend immer der gleiche Strom, egal wie viel Spannung. Wenn ich den Kurzschluss betreibe und ich die Spannung auf 0 setze, fließt der gleiche Strom, wie wenn ich es quasi im Leerlauf betreibe und eine beliebig große Spannung zulasse. Also das wäre dann die Kennlinie von so einer Stromquelle. Und das ist das, was wir eben hier meinen mit U ist konstant bei der Spannungsquelle, dass ich nicht nachschauen muss, welcher Strom fließt, damit ich weiß, welche Spannung an dem Bauteil abfällt. Anders als beim Widerstand. Wenn ich beim Widerstand weiß, wie viel Spannung an ihm abfällt, muss ich wissen, welcher Strom fließt. Und dann kann ich in diesem Diagramm nachschauen. Wenn ich da weiß, wie das Diagramm ausschaut,
brauche ich gar nicht mal nachschauen, weil ich eben weiß, Spannung ist konstant. Wir haben das letzte Mal schon dieses Symbol kurz mal gesehen und uns kurz darüber unterhalten. Und da habe ich gesagt, ich weiß keine, da ist mir jetzt kein Bild eingefallen, warum das dieses Symbol so ausschaut. Ich tue mir den Mauscursor weg, der gehört nicht dazu. Und ich habe dann nachher ein bisschen daheim drüber nachgedacht, über diese Symbole, und ich kann jetzt quasi was liefern, wie man sich das vorstellen kann. Was ist denn eine Spannungsquelle, bei der die Spannung 0 ist? Welche Eigenschaft hat das? Eine Spannungsquelle mit Spannung 0. Wie viel? Ein Leiter, genau. Das ist einfach nur ein Kurzschluss. Dann habe ich quasi hier und hier einen Punkt in der Schaltung, die auf dem gleichen Potential liegen, weil die Spannung dazwischen ist 0. Und es kann beliebig viel Strom fließen. Und das ist genau das, was wir als ideale Verbindung quasi einzeichnen in einer Schaltung, also einen geraden Strich. Und quasi, wenn man sich vorstellt, was ist denn das, wenn der Parameter 0 ist, dann wäre das quasi einfach nur eine Verbindung, einfach nur ein gerader Strich. Und ich nehme quasi das und dann mache ich noch so einen Kreis, um zu sagen, da fällt aber Spannung ab. So, Gegenstück dazu ist die Stromquelle. Da zeichne ich eben gar keine Spannung ein, weil die trägt eben nicht dazu bei, wie viel Strom fließt, sondern da sage ich jetzt, der Strom I, der ist konstant. Das ist auch das, was wir in diesem Bild hier sehen. Und da kann man sich jetzt wieder überlegen, was ist denn eine Stromquelle, bei der der Bauteilparameter, der Strom 0 Ampere ist. Das ist ein Isolator, eine Unterbrechung. Weil ich sage, wenn der Strom 0 Ampere ist, heißt das, da kann nie ein Strom fließen. Und es kann nie ein Strom fließen, heißt ja nichts anderes, als da ist eine Unterbrechung. Und so kann ich mir dann dieses Symbol hier merken. Das ist quasi in dem Spezialfall, Strom ist 0, das ist eine Unterbrechung. Und wenn ich halt quasi einen anderen Strom setze, dann ist das eben dieser Bauteil hier. Das ist ein, ja, also man sieht es ab und zu, es ist ein amerikanisches Symbol, genauso wie diese Zacken für einen Widerstand ein amerikanisches Symbol sind. Also so schaut das aus, findet man öfter in Datenblättern für eine Stromquelle. Ich glaube, es ist ein amerikanisches Symbol. Es kann auch sein, dass es ein altes DIN-Symbol ist, aber das ist quasi das Aktuelle. Aber da ist eben ein paar Mal was verändert worden im Laufe der Zeit mit den Bauteilen. Also was vielleicht am signifikantesten ist, aber das haben wir noch nicht kennengelernt, das Bauteil ist die Spule, die Induktivität, die war früher, war das ein angemaltes Kästchen. Also quasi wie ein Widerstand, aber einfach schwarz angemalt. Man sieht schon, das ist nicht so wirklich tafeltauglich. Und das war auch das Problem. Ich kann zum Beispiel einen Schaltplan nicht gescheit plotten, wenn der zu einem gefüllten Bereich drin hat. Und dann hat man quasi gesagt, jetzt ist eine Induktivität sowas hier. Vier Muggeln, aber. Aber das sind zumindest die Symbole, die ich im Skriptum verwende. Und das ist, es gibt leider zu vielen solchen Dingen mehrere Symbole und dann muss man ein bisschen halt wissen, das ist alles das Gleiche und die einen zeichnen halt das und die anderen zeichnen halt das. Gut, soweit Fragen. Also eigentlich sind wir mit dem Block durch. Das ist kein besonders komplizierter Block. Fragen? Wir haben noch Diskussion, da brauchst du nicht bereit sein. Okay, Diskussion. Weshalb kann es in der Realität keine idealen Spannungs- und Stromquellen geben? Das ist ein schönes Modell, aber warum gibt es das in der Wirklichkeit nicht? Ja, Kurzschluss kann man wahrscheinlich nicht wirklich mit einer konstanten Spannung versorgen, weil der Strom gegen Unendlichkeit geht. Genau. Also man kommt relativ leicht in so Unendlichkeiten hinein. Also entweder, indem ich quasi dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, ich mache einen Kurzschluss auf einer Spannungsquelle, der Strom wird unendlich. Aber man kann sich auch zum Beispiel überlegen, eine Schaltung, die ausschaut, weiß ich nicht, so, das ist ja auch ein Spezialfall des Kurzschlusses, wenn diese beiden Spannungsquellen halt einen unterschiedlichen Wert haben und die sagt irgendwie 1 Volt, die sagt 2 Volt, welche Spannung fällt da ab? Das hat einfach mathematisch keine Lösung.
Aber warum stört uns das in der Realität nicht? Warum hört das Universum nicht auf zu existieren, wenn ich zwei Batterien, eine 1-Volt- und eine 2-Volt-Batterie einfach so zusammenstecke? Genau, sie haben einen Innenwiderstand. Also ich kann idealisiert, ihr erinnert euch, darüber haben wir gesprochen, wie wir quasi angefangen haben, ganz am Anfang über Schaltpinner zu reden, dass diese Striche Idealisierungen sind. Leiter, die quasi einen unendlich großen Leitwert haben, einen Widerstand von null. Außerdem besitzen sie keine räumliche Ausdehnung, genauso wie unsere idealisierten Bauteile. Das ist alles ein Punkt. Das ist eine gute Näherung, man kann damit gut rechnen, aber man muss sich eben bewusst sein, dass es gewisse Grenzen hat. Weil es eben ein Modell ist und nicht die Wirklichkeit 1:1 widerspiegelt. Die Wirklichkeit wäre viel zu kompliziert, damit man da schnell ins Maxima eingeben kann und eine zufriedenstellende Lösung bekommen. Und wenn die Lösung aus diesem Modell irgendwie auf die ersten 6 Nachkommastellen genau ist, dann interessiert uns das ja als Ingenieure gar nicht, dass das nicht mehr die Wirklichkeit ist, sondern nur eine akzeptable Näherung an die Wirklichkeit. So, damit sind wir gleich beim zweiten Punkt. Wenn es das gar nicht gibt, eine ideale Spannungs- und Stromquelle. Warum erzähle ich dann davon? Weil es einfach ist. Und weil es eben eine gute Näherung ist. Man muss halt nur sich immer überlegen, ist die Näherung gut genug für die Schaltung, die ich mir jetzt gerade anschaue. Und in der Regel reicht es, wenn man quasi mit ein bisschen Verstand von diesem Stromspannungskonstrukt sich das überlegt, kann das sein. Und wenn bei meiner Rechnung irgendwie rauskommt, da fließt 1 Million Ampere, naja, dann wird es wahrscheinlich in der Realität nicht so sein, sondern das ist halt mein idealisiertes Modell. Und wenn ich dann irgendwelche Widerstände einsetze, die in der Realität da sind, dann komme ich halt auf ganz andere Lösungen. Gerade Batterien, wenn ich jetzt immer quasi Batterie als Synonym für Spannungsquelle verwende, da habe ich nicht nur diese Innenwiderstände, die problematisch sind, sondern dass in der Batterie eine Ionenleitung passiert und das kann auch keine beliebig großen Ströme erzeugen, weil da halt ja wirklich ein Ion von einer Elektrode zur anderen wandern muss und so. So, gut, was passiert, wenn man Strom bzw. Spannungsquellen in Serie oder parallel schaltet? Was ist eigentlich das? Ist das eine Serienschaltung oder ist das eine Parallelschaltung? Beides, genau. So, wenn ich jetzt Spannungsquellen habe, ist problematisch Spannungsquellen in Serien oder Spannungsquellen parallel? Parallel, genau. Weil das ist dann quasi dieses quasi Kurzschluss-Ding. Wenn ich Stromquellen habe, ist das problematischer parallel oder in Serie? In Serie. Weil wenn ich irgendeine Schaltung habe und ich sage jetzt quasi... sowas hier und ich habe hier einen Strom und hier einen anderen Strom quasi, weil die Stromquelle sagt 1 Ampere, die Stromquelle sagt 2 Ampere und Kirchhoff sagt sicher nicht, weil also das funktioniert nicht. Gut, das heißt, es passieren dann eben Dinge, dass sehr, sehr große Spannungen, sehr, sehr große Ströme fließen können, oder große Spannungen aufgebaut werden. Wann fließen große Ströme und wann werden große Spannungen aufgebaut? Hier. Fließt da dann ein ganz, ganz großer Strom oder gibt es da eine unendlich große Spannung? Wenn das idealisierte Bauteile sind quasi und wir unendlich als Lösung zulassen, damit das nicht einfach gibt's nicht ist. Was geht da gegen unendlich? Die Spannung geht gegen unendlich. Nicht? Die Ströme werden ja konstant vorgegeben und quasi die Stromquelle versucht quasi die Spannung so weit hoch zu treiben, bis endlich der Strom fließt, den sie fließen lassen möchte. Und nachdem das hier nie passieren kann, geht halt die Spannung bis ins Unendliche. Und die Spannungsquelle versucht halt so viel Strom zu liefern, wie halt notwendig ist, damit endlich diese Spannung aufgebaut wird, die sie aufbauen möchte. Und in dem Fall würden die dann halt gegen unendlich gehen, damit halt das im Grenzwert auch nicht erreicht wird, weil es konstant ist. Gut,
Unter welchen Voraussetzungen ist eine Spannungsquelle eine gute Näherung für die Eigenschaften einer Batterie? Bei geringen Strömen. Bei geringen Strömen, genau. Also wenn wir uns in diesem Diagramm hier irgendwo hier aufhalten, dann ist eine Batterie fast so wie eine Spannungsquelle. Wenn wir jetzt anfangen, das strommäßig sehr stark zu belasten, dann schaut eben die ideale Spannungsquelle so aus, naja, und die Batterie wird da irgendwann dann so runterfallen und dann sagen, oh, da kann ich nicht mehr. Gut, welche Ersatzschaltungen wären jetzt dann besser geeignet, um eine Spannungsquelle oder eine Stromquelle, wie sie wir in der Wirklichkeit finden, was aus einem Netzteil rauskommen kann, was aus einer Batterie rauskommt, welche Ersatzschaltungen wären gut, um das zu modellieren? Ohne jetzt allzu komplex zu werden. Da kann man sich natürlich beliebig austoben. Aber ideale Spannungsquelle plus Widerstand. Jawohl. Ich habe nämlich nur noch drei Seiten in Summe. Das heißt, ich werde da jetzt ein bisschen. Also bei der Spannungsquelle machen wir quasi eine ideale Spannungsquelle und dann da noch einen Widerstand dazu. Und dann hätten wir hier quasi die Anschlüsse. Und da sehen wir schon, solange wir in dem Diagramm da ganz links sind, ganz, ganz kleiner Strom, heißt das ganz, ganz kleiner Spannungsabfall an diesem Widerstand und damit ist die Spannung, die wir hier sehen, fast die Spannung, die von dieser Quelle kommt. Okay, das wäre quasi eine gute Näherung für eine reale Spannungsquelle. Was wäre denn eine gute Näherung für eine reale Stromquelle? Genau, Widerstand wird parallel. Und dann sehen wir schon, wenn ich in dem Diagramm jetzt hier unten bin und dieser Widerstand entsprechend groß ist, naja, dann kriege ich hier fast den ganzen Strom raus, weil dann ja ein Stromteiler ist zwischen meinem Lastwiderstand und diesem Innenwiderstand. Und beim Stromteiler fließt fast der ganze Strom durch den deutlich kleineren Widerstand. Das heißt, für da unten in dem Diagramm ist das eine gute Näherung. Aber wenn ich mit der Spannung hier weit rauf gehe, nicht? Und dann habe ich halt U ist R mal I, na, dann wird das I auch entsprechend groß werden und dann wird viel von dem Strom, der aus dieser Quelle kommt, durch diesen Widerstand fließen und gar nicht mehr meine Last erreichen. Und damit beschäftigen wir uns im nächsten Block. Jetzt kannst du drücken.